Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem DL2-Hauptrundenspiel zwischen den Bietigheim Steelers und dem EV Landshut. Endstand vor 1886 Zuschauern 6:2. Hier vorne bei mir die beiden Trainer Jiří Ehrenberger, der Coach unserer Gäste, und Kevin Godet, unser Trainer, und Jiří als Gästecoach. Gebe dir natürlich das erste Statement. Ja, also guten Abend. Ja, gut zum Spiel. Oder zum Wochenende, das war jetzt ein bisschen ähnlich nach dem ersten Drittel wie zu Hause, das Spiel gegen Weißwasser. Wir sind wieder in Rückstand geraten, Wittigheim hat verdient. 2-0 geführt nach dem ersten Drittel, wir waren froh, dass schon Pause ist, ja, beim Stande 2-0. Ja gut, im zweiten Drittel sind wir sehr gut zurück ins Spiel gekommen, da haben wir mehrere gute Situationen gehabt in der Angriffszone, wo schon beim Stande 2-0. Vielleicht der Anschlusstreffer fallen könnte. Die Mannschaft hat da sehr gut gespielt, sehr gut gearbeitet. Aber kommst du 3-0 in Rückstand und dann war die gleiche Situation wie gegen Weißwasser, auch 3-0 in Rückstand. Aber die Mannschaft hat trotzdem nicht resigniert oder nicht aufgehört zu spielen. Die Jungs haben gewusst, ja, wir spielen gut das zweite, dritte, vielleicht kann etwas passieren. Und es war halt, hätten wir vielleicht das 3-2 in die Kabine mitgenommen, ja, wäre vielleicht im ersten Drittel noch etwas mehr drinnen gewesen. Aber ja, schade, dass wir halt nach dem 3-2 am Schlusstreffer gleich wieder 2 Tore Rückstand nachholen mussten. Ja, das war so ein bisschen schade. Beide Tore, ja, einmal Penalty, einmal so ein bisschen individuelle Geschichte. Ja, und das hat sicherlich mit dem einmal gut getan, dass die wieder 2 Tore Abstand zu uns halten können, und im ersten Drittel hat Wittigheim auch genug clever gespielt, hat wenig zugelassen, aber sehr gut defensiv aufgepasst. Und so muss man Wittigheim gratulieren zu dem Sieg. Nein, es war absolut verdient. Ja, vielen herzlichen Dank, Jiří. Kevin, Glückwunsch zum Sieg. Wie sahst du das Spiel? Ja, schönen guten Abend. Natürlich, wir waren hoch motiviert gegen Tabellenführer. Und man muss anerkennen, dass in der ersten Hälfte oder erste 24 Spiele, Landshut war die bessere Mannschaft. Wegen das, wir waren natürlich hochmotiviert. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte. Für uns ist es sehr wichtig, 3 Punkte, wo wir sind. Nicht so wichtig für Landshut, man hat einen 4 Punkte Vorsprung. Ich weiß, was es ist, die harte Arbeit, Jiří hat, die Mannschaft zu motivieren, und du bist Erster. Wir waren letzte Saison oft oben, und auch wenn du hast einen Vorsprung, ist es nicht einfach. You know, du diese 4 Punkte Vorsprung zu immer 100% geben. Und wie hier gesagt, wir haben die richtige Zeit, diese 3-2. Sie haben ein paar sehr gute Chancen gehabt, 3-3 zu machen. Aber natürlich, dieser 4. Tor war, ich denke, am Schlüssel. Und danach, ich denke auch, dass wir haben die 3 Punkte verdient. Ja, danke schön. Ja, danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Medien? Das ist nicht der Fall. Ja, für uns geht es am kommenden Freitag weiter. Die lange Fahrt nach Bremerhaven steht an. Und dann am Sonntag, 18 Uhr, hier das nächste Spiel gegen Dresden. Und da weisen wir nochmal auf unseren Teddybär-Tross hin. Bringen Sie Ihre Stofftiere mit, ist für einen guten Zweck. Von daher alle mitkommen. Unseren Gästen wünsche ich einen guten Weg nach Hause, nach Landshut. Viel Erfolg in den nächsten Spielen. Ihnen allen ein schönes Wochenende und bis nächsten Sonntag hier in der EG Transarena. Dankeschön.